ausgebuht oder mit Tomaten beschmissen wurde Mbappé danach nicht. Aber mit was wurden unsere Fußballer eigentlich schon beschmissen? Ja? Bananen, Feuerzeuge, Bierbecher. Roger Schmidt hat jetzt auch was abbekommen und reagiert überraschend anders. Nach dem 1:0-Sieg im Topspiel gegen Porto wird der Trainer mit einer Papierkugel beworfen und reagiert total gelassen. Aber kein Wunder, nach 10 Spielen hat seine Mannschaft Benfica Lissabon noch kein Spiel verloren und 28 von möglichen 30 Punkten geholt. Da kann man so eine fiese Wurfattacke von hinten auch mal ganz entspannt mit Daumen hoch kontern.